Was geht ab, Leute? Ja, wir gehen heute einfach direkt rein. Ich meine, was soll ich zum Intro großartig erzählen? Außer, dass wir uns in den Playoffs befinden. Und es 2-2 steht in dieser Serie und bisher jedes Spiel irgendwie auf seine Art und Weise individuell ziemlich geil war. Und ja, wir müssen wieder ran gegen Lu Dort. Das werde ich aber jetzt gleich mal verändern, weil ihr wisst, ich muss SGA verteidigen. Jalen Williams gegen Draymond. Draymond mit der Goat-Defense. Clay gegen SGA. Und er fällt raus. Wichtiges Ding. Ja, Clay brauchen wir jetzt auch mal hier so auf dem Next Level. Oh, Alter. Und Clay nimmt ihn und Clay macht ihn. Ja, direkt den Screen gestellt. Freunde, geht's euch gut? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was steht aktuell bei euch. Ich weiß gar nicht, wann ich die Folge für euch droppen werde. Ja, apropos droppen. Chat macht die ersten Punkte für die Thunder. Und Steph bringt den Ball nach vorne. Da gibt es auch direkt den Screen. Das ist ein bisschen zu eng. Warum muss ich eigentlich auch immer von Lu Dort verteidigt werden? Wow. Okay. Den schauen wir uns auf jeden Fall an. Steph mit dem Bounce Pass und Clay mit dem Backdoor Cut die Baseline entlang und verwandelt den direkt. Not bad. Giddy. Lasst mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich erwähne das immer am Ende des Videos, wenn immer kein Mensch mehr zusieht. Ja. Ich erwähne es lieber jetzt gleich am Anfang, weil selbst wenn ich scheiße spiele, dann denken die Leute vielleicht schon, ja, jetzt habe ich den Like schon vergeben. Come on, let's go. So, Screen. Nein, den habe ich einen Ticken zu spät losgelassen. Im letzten Spiel habe ich ja von draußen überragend getroffen. Dass ich das natürlich nicht jedes Spiel wiederholen kann, ist auch vollkommen klar. Giddy macht die nächsten Punkte. 6-4 Führung für die Thunder. Oh, da gehe ich jetzt vorbei. What the fuck? Das ist einfach für mich Wahnsinn. Sowas. Jawohl, der Mitteldistanzwurf sitzt und damit auch die ersten Punkte für mich. 10-9, wie immer. Ein enges Spiel und ich hoffe, es bleibt auch dabei, auch wenn wir gleich unsere erste Pause bekommen. War wichtig, stark. Draymond gibt ihn direkt weiter zu mir. Ich gehe durch und mache gleich wieder die Punkte. 11-10, Führung. Ja, der Block. Und wieder die Defense. Und Kevon Looney. Er spielt. Das glaube ich jetzt nicht. Der geht wieder. Ja, jetzt haben wir ihn. Oh Mann. Ey, was für eine Possession. Ja, komme ich nicht vorbei. Was war das? Steph hat ihn. Steph spielt ihn zu mir. Was geht hier gerade eben ab? Alter, ich check. Ja, jetzt gibt's ein Fadeaway in dein Gesicht, ey. Ja, der fällt natürlich nicht. Oh Mann, ey. Ja, schon wieder eine wilde Geschichte hier. Yes, sir! Come on! I like it! Gute Laune heute. Gute Laune. So lange, bis ich jetzt gleich wieder eine Pause bekomme und wir mit 15 Punkten hinten liegen, da ist die gute Laune auch gleich wieder weg. Ah, ich sehe schon wieder, was hier da ist. Es ist schon wieder eine Isolation. Defense ist da. Die Defense ist sowas von da. Pass auf Steph. Ich lauf. Ich cut. Ist ein Joke. Ist ein Joke. Kevon Looney macht die Second Chance Points. Boom. Wichtiges Ding. Wow. Okay, heute mal komplett umgekehrt. Wir kriegen eine Pause und es steht 38-22. Das ist natürlich jetzt wieder andersrum dann auch nicht so geil. Weil 16 Punkte Rückstand, da muss jetzt schon mega viel passieren, dass wir das noch hergeben. Aber Max halt einfach deine Klappe und spiel weiter. Weil in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich mir schon gedacht, wahrscheinlich werde ich gleich komplett bestraft. Andrew Wiggins, den muss er machen. Und er macht ihn auch. 18 Punkte Führung. Das ist saftig.
Das ist auf jeden Fall richtig saftig. Micic. Harrison Barnes. Isaiah Joe. Habe ich ganz kurz gedacht, läuft sich da eventuell frei. Ja. Das sieht auch offensiv gerade gar nicht so gut aus. Ich bleibe einfach mal jetzt in der Ecke. Weil jetzt wird es schon ziemlich eng. Jetzt muss er den Wurf nehmen. Und ich laufe irgendwie vom Rebound weg, anstatt auf ihn zuzulaufen. Chris Paul macht ihn auch wieder. 20 Punkte Führung. Wow, was passiert hier gerade eben, Leute? 42-22, ich habe gerade mal 6 Punkte gemacht. Was auch irgendwo mal ein geiles Gefühl ist, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und das ist der nächste Steal. Warum komme ich da nicht vorbei? Pass auf Steph, der nimmt ihn. Und der macht ihn. 23 Punkte Führung. Oh, das Game ist gefühlt vorbei. Aber ich habe auch jetzt Angst, einfach sozusagen, ich simuliere es bis zum Ende. Weil am Ende werden wir dann irgendwie noch geguckt. Ich gehe auch hier vorbei. Wisst ihr was, das riskiere ich jetzt einfach. In dem Moment, wo wir jetzt mit 25 Punkten führen, riskiere ich das jetzt einfach, weil für euch ist es einfach nur noch langweilig. Komm. Okay, 132, 120, aber wir gewinnen das Spiel. Also ich glaube, das war jetzt die richtige Entscheidung. Dazu sagen, warum sollen wir da jetzt irgendwie großartig noch weiterspielen. Und jetzt ist halt die Frage, spiele ich jetzt einfach gleich das nächste Spiel? Ja, komm, wir spielen das nächste Spiel. Ich könnte das jetzt simulieren, aber dann ist es vorbei und dann ist es irgendwie so ein unbefriedigendes Ende. Deswegen, wir springen jetzt einfach rein in Game 6 und ja, schauen einfach, wie es da läuft. Wie lange habe ich? Ja, okay, ja. Könnte dann eventuell eine etwas längere Episode werden, aber seid ihr bestimmt nicht böse drüber. Dann gehen wir rein. Game 6 auswärts dieses Mal. Und wird mit der Möglichkeit, den Laden zuzumachen. Wenn wir es nicht schaffen sollten, dann bekommt ihr das nächste Mal in Game 7. Seid ihr bestimmt nicht traurig drüber. Josh Giddey. Clay. Jalen Williams. SGA nimmt den Wurf und macht ihn daneben. Das ist schon mal immer ein gutes erstes Zeichen, wenn er seinen ersten Wurf daneben sammelt. Dass das wieder kein Foul ist. Josh Giddey, Mann, auch wenn ich dich echt mag in der Realität. Da war es jetzt gerade ein bisschen. Ja, wir müssen aufpassen. Oh ja, ich muss ja auch das Matchup wieder ändern. Stimmt, dass ich wieder. Ja. No way. Ja. Nächste gute Defense. In dem Fall. Curry pusht direkt die Pace, gibt ihn weiter zu mir. Ich gebe ihn wieder zurück zu Steph. Screen kommt. Steph nimmt ihn, der ist viel zu wild. Jawohl, und Steph macht die nächsten Punkte. 5-5. Ziemliche Defensivschlacht bisher. Ihr seht das ja aus. Jetzt habe ich gepennt. Mann, oh Mann, oh Mann. Seht das ja auch im Ergebnis. Noch nicht viele Punkte. Ich schon dreimal an der Freiwurflinie gewesen, also schon jedem irgendwie einen Foul angehängt, aber von der Freiwurflinie natürlich wieder auch 1 Million Dinger liegen lassen, wie immer halt. Draymond, komm, 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 komm. Es dauert alles viel zu lange. Wie? Ich warte doch in einen mega großen grünen Bereich, warum fällt denn der nicht? Shay. Giddey. Gute Defense von Draymond. Oh nein, und jetzt habe ich mich raus. Ach, ja. Mein Fehler. Jawohl, und Klay Thompson mit den nächsten Punkten. Auch wenn ich gerade bei 25% aus dem Feld stehe. Offensiv Rebound geholt. Pass rausgespielt. Jawohl, und Steph mit dem nächsten Dreier. Es läuft, es läuft, es läuft. Mal keine Punkte dieses Mal von mir, sondern ein bisschen Playmaking. Jetzt vielleicht die D gegen Shay.
bin da. Giddy. Gibt den raus zu Jalen Williams. Und der macht ihn nicht. Und damit die Möglichkeit, die Pace zu pushen. Draymond gibt ihn weiter zu mir und ich stopfe ihn rein. Läuft, Freunde. Läuft. Hab ihn. Pass zu Draymond. Boah, der kriegt ihn gerade ebenso noch gefangen. Ist Paul. Ich cutte. Oh nein. Oh, das ist zu eng. Jawohl, die nächste gute Defense. Die nächste gute Defense. Pass auf Chris Paul. Der spielt ihn nochmal zu mir. Ich spiele ihn weiter zu Steph. Screen kommt. Offensiv-Rebound. Pass. Alter, ich wollte den nur anfaken. Ich wollte nur anfaken und dann rauspassen. Und er zieht den Move dann leider wieder komplett durch. Also ja, Joe. Jetzt muss man aufpassen, ne? Ja. Ich bin da. 6 Sekunden auf der Uhr. Ja, Wahnsinn. Keine Chance. Nicht mal ansatzweise irgendwie Kontakt gehabt, um ihn festzuhalten oder sonst irgendwas. Jawohl, und Steph mit dem nächsten Dreier. Let's go. 12 Punkte Führung, 47-35. Ich glaube, wir haben sie so langsam ein klein wenig entschlüsselt und geknackt. Es ist noch nicht durch, aber man merkt, wir haben einen viel besseren Zugriff. Aber wie gesagt, wir wollen ruhig bleiben. Shay gerade eben jetzt mal nicht auf dem Feld, was positiv ist. Ach, nächstes Foul von Kevon Looney. Egal. Clay macht ihn. Oh mein Gott, was war das für ein wilder Spielzug. Ich wollte den natürlich finishen. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Und am Ende werden wir dafür sogar noch belohnt. 11 Punkte Führung. Komm, ich will den Sack zumachen. Ich habe keinen Bock auf ein Game 7. Gute Defense von Kevon Looney. Super stark. Soll ich dich mal ein bisschen unter den Korb drücken, SGA? Soll ich dich mal ein bisschen unter den Korb drücken? Burle, wie man in Bayern sagen wird. 13 Punkte Vorsprung. Ich stehe bei 13-2-10. Aber hey, es... Mein viertes Foul und ich muss natürlich auf die Bank. Oh Gott. Wow, immer noch 11 Punkte Führung. Puh. Kaum was abgegeben. Also, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da war ich gerade ein bisschen zu euphorisch. Sarge, wo ist die D? Wo ist die D? Wie er versucht, mich wegzudrücken. Und er hat keine Chance. Er hat keine... Alter. SGA! Wie er mich gerade versucht hat, dreimal wegzupushen. Und dann geht er an mir vorbei. Ich ziehe das Foul. Viertes Persönliches. Für Isaiah Joe. Ich mache den Freiwurf. Und... Ach, der fällt raus. 10 Punkte Vorsprung. Micic. Also, der nächste Gegner kann gefühlt nur leichter werden. Wer ist denn da? Gegen wen spiele ich da? Wahrscheinlich gegen Booker, oder? Ich hab ihn. Nee, gegen Durant. Oh mein Gott. Ich bin ja ein Small Forward. Oder ich spiele gegen Bradley. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie die aufstellen. Apropos aufstellen. Schöner Fadeaway daneben gesetzt. Bleibt bei einem 10-Punkte-Vorsprung. Gut. Ja, gute Defense, die aber nicht reicht. Das... Jetzt gibt er mir einen Transition-Take-Foul. Mein fünftes Foul. Ich wollte doch einfach nur auf den Rebound gehen. Oh nein, jetzt werde ich nochmal ausgewechselt. Ich habe Angst.
6 Punkte Führung immer noch. Ja, noch ein Foul und ich bin raus. Jetzt darf ich mir wirklich gar nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ja, hast du gedacht, ich gehe nämlich genau über die andere Seite vorbei. Und ich mache ihn nicht, Draymond. Spielt ihn raus. Ich sehe Steph, der cuttet schon auf die andere Seite. Der hat keine Energie mehr. Ich bin da. Und, oh mein Gott, ich lasse ihn viel zu früh los. Jetzt werde ich gerade auch ein bisschen nervös, irgendwie. Chat, Kevon Looney, mega Defense. Und das ist dann natürlich nicht gut. Nur noch 4 Punkte Führung. Clay, mach ihn bitte! Clay macht ihn! 105-103. 2 Punkte Führung. Jetzt gibt's keine Cuts mehr. Ich bleibe jetzt einfach drauf. Was passiert, passiert. SGA. Josh, also ich stehe jetzt gegen Josh Giddey. SGA steht gegen Klay Thompson. Chat. Das ist eine gute D. Das ist eine gute D. Und Klay hat ihn. Boom! Let's go! Aber mal ganz locker weggedrückt und dann der Poster-Dunk. 4 Punkte Führung. Isolation Play. Ich muss gegen SGA. Ich muss sie irgendwie verteidigt bekommen. Und ich krieg's verteidigt. Ich krieg's verteidigt. Ja, ich gehe vorbei. Und ich krieg ihn. Ich hab ihn. Steph. Ruhig, ruhig, ruhig. 10 Sekunden. Kevon Looney, komm raus. Der Pass kommt und Kevon Looney wird die machen. Ja. Es ist noch nicht durch, aber das waren gerade 2, 3 ganz wichtige Possessions. Und er macht ihn. Es ist egal, vor allem, solange ich keinen Foul ziehe. 4 Punkte Führung. Nein, das war keine gute Idee. Auch wenn ich vielleicht die Möglichkeit da gehabt hätte und ich war relativ offen, aber den hätte ich nicht nehmen sollen. Und Kevon Looney mit dem Steal. Ich küsse dein Herz. Steph ruhig. Weil bei Steph habe ich dann Angst, dass der den Dreier nimmt. Foul kommt. Ja, jetzt will ich den Ball nicht mehr. Bitte gib den Stephen Curry. Ich will nicht an die Freiwurflinie. Steph, warum nimmst du den? Bist du wahnsinnig? Ich habe nicht unten auf die Uhr geschaut, aber wir hatten doch noch Zeit. Und Draymond mit der Defense. Ich küsse dich. Ich küsse dich. Bitte, mach beide Freiwürfe rein. Draymond. Der erste ist drinnen. Der zweite ist drinnen. Timeout. Naja, 6 Punkte Unterschied. Es ist auf jeden Fall noch nicht durch. 31,8 Sekunden im Basketball, eine halbe Ewigkeit. Jetzt bloß kein Dreier. Ich bin da. Und er legt ihn daneben. Und jetzt macht er ihn rein. Jetzt muss ich den Ball irgendwie nur zu Steph. Oder, keine Ahnung, gib auf jeden Fall nicht mir den Ball. Was machen die? Oh mein Gott. Clay wirft den beinahe weg. Steph an der Freiwurflinie, das Beste, was dir eigentlich in so einer Situation passieren kann. Er verwandelt beide, wird nochmal die letzte Auszeit der Thunder und dann müssen wir das noch einmal verteidigt bekommen, dann ist das Ding durch. Keine Punkte. Shay läuft rüber auf die andere Seite. Giddey. Ja, ich bin da. Pass kommt raus. Josh Giddey nimmt ihn. Josh Giddey macht ihn nicht. Und ich komme an die Freiwurflinie.
kann er den Druck standhalten? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Der zweite fällt rein. Auch wenn ich den zu früh losgelassen habe. Das war's, Leute. Wir gewinnen diese Serie mit 4 zu 2. Wow, Alter, das hat mich auf jeden Fall ordentlich Nerven gekostet. Shai Gilgeous-Alexander kommt wieder auf 34 Punkte. Chad kommt auf 19, 13. Harrison Barnes 13, 8, 5. Josh Giddey 12, 10, 6. Bei uns Clay mit 26 Punkten. Ich mit 21, 17 und 4. Stephen Curry hat unglaublich viele Würfe. Aber merkt ihr jetzt auch, wie sich das alles so ein bisschen geändert hat? Es gab Spiele, da habe ich immer nur 30, 35 Würfe genommen. Jetzt bin ich oft gar nicht mehr der, der die meisten Würfe nimmt. Andrew Wiggins noch mit 13, 5, 3. Egal, wir sind weiter, wir sind durch. Yes, sir. Und jetzt bin ich gespannt, wer ist unser Gegner? Wie ging die zweite Runde, die erste Runde zu Ende? Gucken wir drauf. Wir müssen ran gegen die Phoenix Suns. War irgendwo fast klar. Die Pelicans besiegen die Lakers und die Clippers besiegen die Nuggets. Okay. Auf der anderen Seite, Philly weiter. Jo, passt. Cavs weiter. Jo, passt. Heat gegen Celtics. 3-3, Game 7. Zeige ich euch erst in der nächsten Folge. Und die Milwaukee Bucks gehen raus gegen die Atlanta Hawks. Mir machen diese Playoffs gerade mega viel Spaß. Jetzt gegen Kevin Durant, Bradley Beal und Devin Booker. Und wenn wir uns da durchsetzen sollten, dann müssen wir ran gegen entweder Zion oder Kawhi Leonard, Paul George und Russ. Also da wird es auf jeden Fall auch nicht langweilig. James Harden ist leider noch nicht dabei, weil ich habe die Karriere angefangen vor dem Trade. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schwierige Aufgabe, wir haben uns durchgesetzt. Gott sei Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.